gerade in diesen Zeiten ist es sehr wichtig, sich zu besinnen auf das, was Lösung bringt, auf das, was neue Arten des Zusammenspiels möglich machen. Vielleicht ist die Welt so etwas wie ein großes Glasperlenspiel. Was passiert gerade in Deutschland mit Pegida und AfD? Mhm. Oder was ist der Sinn oder die positive Absicht dahinter? Mhm. Was könnte vielleicht im Kleinen verändern, um überhaupt mal ein Bild zu haben, in diese Emotionen zu gehen und zu schauen, haben wir eine Möglichkeit, direkt zu handeln? Ich weiß ja nicht, wie es ihr macht, aber ich erlebe bei mir immer wieder in meinem Umfeld, dass man sehr viele schöne Ideen hat, aber sich selber im Alltag nicht unbedingt genauso verhält. Also wäre es doch eigentlich schon am besten, man fängt damit an, in welcher Welt will ich denn selbst leben und was wäre mein heute sofort im nächsten Moment stattfindender Beitrag, um diese Welt ein bisschen mehr zu verwirklichen. Und ich denke, wenn einige hundert Leute, so wie hier, wenn da auch nur einige dabei sind, die dann sagen, ach ja, das könnte eine gute Idee sein. Und wenn man das so ein bisschen vernetzt, wenn es da vielleicht auf irgendeinen Link gibt, auf irgendeiner Metaforum-Homepage, wo sich so Projekte zum Beispiel vernetzen könnten, schiene mir sinnvoll und damit habe ich gute Erfahrung. Ich komme jetzt seit 3 Jahren regelmäßig hierher, besuche unterschiedliche Kurse, also weil es erstmal ein sehr gutes Setting ist, genau der richtige Ausgleich aus Location, gutem Essen, gutes Wetter und dann noch gute Inhalte, die spielend einfach vermittelt werden. Das ist eine kleine Gruppengröße und warum ich das tue, ist, weil es sich mehr und mehr zu einem großen Ganzen verdichtet. Ihr seid ja alle Profis hier. Jetzt muss ich mal fragen, wer von euch über 30 Jahre provokativ. Seid ihr einfach so richtig Spaß. Das Besondere ist, wirklich tolle Lehrer zu haben, das heißt ein Spitzenangebot von den Seminaren her und es gleichzeitig in einer sehr angenehmen, schönen Umgebung hier im Kloster genießen zu können. Also es ist eine Mischung aus Lernen, Arbeit, ja, ernsthafte Arbeit, aber auch Genießen und einfach in einer tollen Stimmung, glaube ich, das optimal mit nach Hause nehmen zu können. Und dann ist es einfach schön, einen Menschen wie Matthias und auch wie Insa hier in so einem ruhigen und runden Kontext erleben zu können. Optimaler Ort, optimale Organisation, wunderbare Dozenten. Also runder kann es nicht sein. Und dann habe ich gesagt, mach's in Urlaub fest, habe mein Köfferchen gepackt und bin hingeflogen. Und hatte aber noch keine Ahnung. Und dann fing die Reise schon gut an.
mit einem weißen Jaguar abgeholt worden. Zack, hierhin, direkt zum Exchange, zur Party, war ich dann da und habe gesagt, Wahnsinn, bis in einer anderen Welt. Danke, danke, danke. Viel Vergnügen bei dem Rest dieses Satzes für den Rest eures Lebens. Ich habe ihn aber nur schwimmen und tauchen gelernt. Ich will hier wiederkommen, wenn ich groß bin.